Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung Beacht Adam 9 und heute sind wir auf 1285 und heute will ich euch den Unterschied erklären zwischen Hilfs- und Fahrdiesel. Man hört im Hintergrund wahrscheinlich schon so ein kleines Brummen, das ist der Hilfsdiesel, der versorgt gerade meine Batterie mit Spannung und damit kann ich auch zum Beispiel den Luftpresser und die Vorheizanlage bedienen, wenn meine Lok nicht am Fremdstrom steht. Also wenn ich, sagen wir mal, in der Früh ankomme, der Dieselmotor ist kalt, schmeiße ich den Hilfsdiesel an, wärme vor und dann kann ich den Fahrdiesel benutzen. So, der Fahrdiesel, wie er schon heißt, ist zum Fahren da. Und der Fahrdiesel, ich sage, die V100 hier, hat einen MTU-Motor, aber der hört sich echt knackig an. Deswegen, wir schmeißen ihn mal an für euch. Rum. Ich liebe es. So, und was macht der Fahrdiesel? Alles, was der Hilfsdiesel macht, natürlich. Also mit Strom versorgen. Ja. Und er hat die Aufgabe natürlich, die Lok zu fahren. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis dann und tschüss.